Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2. Und dann wollen wir mal gucken, was das gibt hier im weiteren Verlauf. Er hat mich ganz gut angeschlagen gehabt hier, ne? Das war jetzt nicht so schick. Wenn ich Pech hab, dann will ich ja ziemlich hart sterben. Ja, ein bisschen Schmerzmittel gab's da jetzt. Mal gucken. Okay. Da geht's also lang und dort geht's einmal lang. Ich glaube, hier werde ich nur Munition abgreifen, weil da bin ich irgendwie da so oben lang, ne? Ja, wenn man da auch durch kann, ne? Ja, ich gucke mich erstmal hier um. Ich mich so erschreckt, dass ich hier gleich abgedrückt habe. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Da! Sie ist da oben! Achtung! Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Okay. Ich mag trotzdem auch hier nochmal gucken. Wir wollen ja hier nichts verpassen, ne? Geht's tatsächlich nicht weiter, okay. Ja, dann. Steht da mal nicht so dumm rum. Irgendwo musste der ja herkommen. Von hinter mir? Tatsächlich? Ja, ne? Wie denn das? Kam der denn her? Sowas. Da schräg. Okay. Du bist da! Boah. Jetzt habe ich mich ja mal erschreckt hier. Ja. Immer nach der Zeit geguckt. Ja, doch. Eine fliegende Kalaschnikow. Max, du
die Garagenkulisse. Ich lass dich durch. Mhm. Dann lass mich mal durch. Max, Cleaner weiter vorn. Okay. Da haben sie mich zersägt. Mann, oh Mann, oh Mann. Max, Cleaner weiter vorn. Okay. Das ist ein Hinweis, sie atmen! Boah, ey, was ist denn hier los? Tja, Jungs, das war's wohl für euch erstmal. Hätte ich auch schön hochjagen können da, ne? Naja. Sollte nicht sein. Schwer was los hier. Boah. Das kann nicht wahr sein, ey. Ja, komm her, Drecksack. Zeige ich dir mal, wie das geht. Ich hatte die Schnauze voll von den Cleanern, die in ihren Vans davonrasten. Ich hatte nur eine Chance und keine Zeit, darüber nachzudenken. Erstmal rein in die Kiste. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht. Max. Ich hatte das Funkgerät vergessen, das Mona mir gegeben hatte. Max. Ich bin hier. Die Cleaner nehme ich ein Stück mit. Ich sag Bescheid, wenn wir angekommen sind. Max, was ihm passiert ist? Ich kann jetzt nicht reden. Ich konnte sie nicht knacken. Ich musste den Fall knacken. Mona, die Baustelle der Catherine Versicherungsgesellschaft. Bin schon unterwegs. Bringen wir das Ganze nach oben? Ja, mit den restlichen Beweisen. Hey, Vorsicht mit den roten Kisten, ihr jagt uns ja alle in die Luft. Ich hol das Zeug aus dem Van und treffe euch dort. Hey, was zum Teufel? Pets. Ich dachte an Vlads trojanisches Pferd. Im Van war ich in das Versteck der Cleaner gelangt. Sie hatten mir verraten, dass die Beweise auf der obersten Etage waren. Andrew Sir, direkt hinter uns. Direkt hinter uns, ja klar. Er wollte nur den Van holen und dann kommen. Was für Zeug? Was hat er denn da drin? Achso, ich hab da eben eine neue Waffe eingesammelt und die da gleich ausgewählt. Ich wollte schon sagen, die Schrotflinte, die macht eigentlich ganz anderen Sound, ne? Die löst ein bisschen was anderes aus, eigentlich. Hm.
Und so viel Muni habe ich von der jetzt noch auch nicht. Wobei, von der Schrotflinte sogar noch weniger eigentlich, aber naja. Die gefährlichen roten Kisten, von denen die Cleaner gesprochen hatten, waren Kisten voller Sprengstoff. Boom, boom, boom. Ob das so eine gute Idee war? Mal gucken, wer, wie viele da jetzt gleich auf uns zugelatscht kommen. Die mir vielleicht besser aufgehoben. Max, ich bin vor Ort. Wo bist du? Ein abgerissenes Gebäude am Ende der Baustelle auf dem Weg nach oben. Ich bin auf der falschen Seite. Ich versuche alles vom Dach zu überblicken. Später. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Etwas ist gut. Hier wirklich richtig dick die Post abgehen. Das kommt mir bekannt vor, noch so aus der Erinnerung. Ich habe hier mich immer nicht zurechtgefunden. Blöderweise. Gucken, ob das jetzt auch so ist oder ob wir das besser hinkriegen. Merken kann ich mir hochjagen. Das war offensichtlich, dass ich mir den Weg mal freisprengen muss, ne? So ein bisschen. Tja, gut. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Max Payne 2, ne? Bis dahin, macht's gut oder besser.